Guten Morgen zum zweiten Tag unserer Tagung zum Thema von Strippenziehern und Terroristen, Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden und Musliminnen in der postnationalsozialistischen Gesellschaft. Wir hatten gestern einen langen Vortragstag und Workshops und ich möchte noch mal ein bisschen die Themen zusammenfassen, bevor wir einsteigen. Die Zusammenfassung der Themen zum Morgen, für die, die jetzt noch dazuschalten, zunächst, also es ist noch kein neuer Vortrag. Zunächst hatten wir einen Vortrag, einen doppelten Vortrag als Keynote, der Einstieg von Riem Spielhaus, die nochmal die Grundannahme, dass Judenfeindschaft von der Überlegenheitsunterstellung ausgeht, während Rassismus immer eine Unterlegenheitsposition imaginiert entwickelt hat. Und dabei dann das Konzept von der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wieder mal eingeführt hat als Chance, die Phänomene zusammenzudenken, weil dort ja der intersektionale Ansatz grundlegend ist. Also die Beschreibung der Phänomene geht in diesen Fällen vom diskriminierenden Blick aus und nicht von den Diskriminierten. Das ist im Bildungsprozess ein sehr hilfreiches Mittel, wie wir wissen, weil es die Reflexion und die Selbstreflexion der Akteure, also von den meisten, die wahrscheinlich hier im Publikum dabei sind, befördern kann. Tom Uhlig hat in seiner zweiten Keynote, die er übernommen hat, weil Gideon Bötsch nicht kommen konnte, begonnen mit der Thematik der Verschwörungstheorien, die ja im Tagungstitel auch aufgerufen wird. Und er hat die These aufgestellt, die seien grundsätzlich antisemitisch grundiert, wobei man über diese These nochmal diskutieren müsste, aus meiner Sicht. Die Corona-Demonstrationen, die er dabei als Beispiel der Verschwörungstheorien angeführt hat, imaginieren die Bürger ja grundsätzlich als Opfer. Und die Frage ist jetzt, die er aufgeworfen hat, ob das nicht ein Zeichen von Schuldabwehr oder der Versuch ist, auf der anderen Seite eine Position zu besetzen, die moralisch unangreifbar ist, weil sie ja sozusagen durch die Identifikation mit den Verfolgten des Nationalsozialismus dann legitimiert wäre. Auf jeden Fall wird hier mit Positionen gespielt, die wir noch nicht ganz einsortieren können, würde ich sagen. Ein zweites Thema, das Tom Uhlig angesprochen hat, war das Thema der Allianzen zur Abwehr von Antisemitismus und Rassismus, die ja immer mehr diskutiert werden. Vor allem zur Selbstermächtigung hin. Es gibt auf der jüdischen Seite die Gruppe um die Zeitschrift Yalta, die das ja anspricht. Tom Uhlig hat da, wenn ich das richtig verstanden habe, das Bedenken, dass hier der Antisemitismusbegriff unter Umständen nicht mehr scharf gestellt werden könnte. Und ich denke, man muss daran weiter diskutieren, ob es dabei jetzt um eine Selbstermächtigung geht, die eben überhaupt nicht, zum Beispiel jetzt mich offensichtlich weiß, alt und übrigens auch deutsch betrifft, sondern eben die Personen, die sich selbst in irgendeiner Weise als Teile der Minderheitsgruppen oder insgesamt dann ja oft auch als die Patchwork-Welt der Gegenwart betrachten. Also die Frage ist, wer soll eigentlich über dieses Thema Allianzen reden und mit welcher Perspektive. Und die Pädagogik hätte dann die Aufgabe, solche Ansätze des Empowerment zu unterstützen und gelegentlich zu moderieren. Riem Spielhaus hat da nochmal darauf Bezug genommen in der Diskussion. Sie hat besonders auch betont, dass für muslimisch markierte Personen die Frage immer wieder auftaucht, was man eigentlich im Klassenzimmer oder in einem pädagogischen Raum oder auch sonst wo sagen darf, ohne in Schwierigkeiten zu kommen mit in der Mehrheitsgesellschaft bestimmenden Sprachregelungen. Das bekannteste Beispiel dazu ist die Thematisierung des Nahostkonflikts. Und sie hat einen Punkt angesprochen, den wir auch gerade in den Blickwinkeltagungen ja schon immer wieder bemerkt haben, aber auch sonst ein zentrales Thema, dass eben der Nahostkonflikt im pädagogischen Raum vor allem deswegen problematisch ist, ganz unabhängig von politischen Positionierungen, weil die meisten Pädagoginnen und Pädagogen
einfach keine Fachkompetenz haben, um wirklich dort eine Position zu formulieren und sich eher davor drücken, das zu tun, sodass dann eine Lehrstelle entsteht. In der Diskussion mit dem Titel Alles Diskriminierung waren Yasemin El-Menouar, Meron Mendel und Yassine Mouchbarache beteiligt, die, ich mache das mal so kurz der Reihe nach, Frau Menouar hat vor allem zunächst nochmal betont, dass der Alltagsrassismus eben nicht als feste Ideologie zu fassen ist, sondern dass es um Ressentiments und soziale Distanz geht, die sich immer wieder äußern. Während der Herr Mouchbarache dann genau darauf Bezug nahm, ich kürze das jetzt sehr ab, aber ich denke, was wiederum Richtung der pädagogischen Thematik, die uns ja heute am zweiten Tag auch zunächst mehr beschäftigt, relevant ist, dass er den Aspekt der Begegnung sehr stark gemacht hat, der Begegnung auf der Ebene von konkreten Personen, mit denen man ins Gespräch gehen kann und dass dadurch eben auch eine wirkliche Veränderung stattfindet. Das hat Meron Mendel dann nochmal bestätigt und er hat auch nochmal darauf abgehoben, dass das nicht nur eine geplante Praxis von Begegnungsveranstaltungen sei, sondern eigentlich im Gegenteil eher sinnvoll im Alltag. Er hat da auf die Praxis der Sportvereine, speziell von Maccabi, hingewiesen, wo eben nicht das Begegnen im Mittelpunkt steht, sondern der Sport und dass dabei eben die Möglichkeit des Wahrnehmens des anderen als Person einfach gefördert wird. Und ich denke, auch da wäre jetzt mein Fazit, dass die Selbstreflexion der Pädagoginnen und ihre Weiterbildung im Verstehen der unterschiedlichen Positionen als Hintergrund für solche Arbeit ganz zentral ist. Das hat Frau El-Menouar am Schluss auch nochmal betont und hat auch wieder ähnlich wie im Spielhaus beschrieben, dass gerade der Nahostkonflikt dazu ein ganz besonders wichtiges Beispiel ist, wenn es um die Begegnung mit muslimisch markierten Jugendlichen geht. Das möchte ich auch als kurzen Blick in meinen Eindruck von den Workshops. Ich habe versucht, in mehreren teilzunehmen, weil ich dachte, ich muss das heute Morgen zusammenfassen. Der Workshop, der heute nicht mehr angeboten wird zur rechtlichen Seite des Umgangs mit Antisemitismus und Rassismus von Doris Liebscher, enthielt in der Phase, wo ich da war, gerade eine Quelle, die sie eingespielt hat, ein Urteil aus Wuppertal gegen drei palästinensische Jugendliche, die einen Brandanschlag gegen die Synagoge gemacht hatten. Und was dabei deutlich wird, wenn man dieses Urteil liest, ist, wie mühsam diese Juristen im Urteil versuchen zu verstehen, ob die Motivation dieser jungen Leute eigentlich antisemitisch ist oder ob sie durch ihre persönliche, familiäre Belastung, ihre Empfindungen, die was mit dem militärischen Konflikt, mit dem Konflikt auf den Straßen in Palästina und im Gazastreifen zu tun haben. Und genau dieses Bemühen, das zu verstehen, was nicht unbedingt immer klappt, aber doch eigentlich der Kern der Aufgabe ist, das fand ich sehr interessant. Und ich denke, so ein Text wie diese Quelle könnte als Bildungsmaterial jetzt für die, nicht zuletzt für die Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, eine richtige Rolle spielen. So viel zu gestern. Der Abend mit den Perspektiven auf die unterschiedlichen Medienrepräsentanz lässt sich eigentlich nicht zusammenfassen, weil wir ein Feuerwerk von verschiedenen Medienfiguren der jüdischen und der muslimischen Seite von Fernsehproduktionen vorgestellt gekriegt haben, die eben jetzt auch sehr präsent sind. Die Analyse solcher Figuren, die ja oft sehr klischeehaft sind oder auch gezielt quasi pädagogische Interessen im Hintergrund haben, die ist bestimmt ein wichtiges Medium für die Arbeit, auch im pädagogischen Raum. Aber dann geht es eben darum, das zu analysieren und sie nicht, wie es leider häufig passiert, auch in pädagogischen Kontexten sozusagen als Blick in die Wirklichkeit dieser Gruppen zu betrachten. Das sind eben Medienkonstrukte, die man als Gegenstand für die Analyse nehmen kann. So viel für die
kurze Zusammenfassung des gestrigen Tages, bestimmt sehr subjektiv und auch sehr bruchstückhaft, facettenartig. Wir haben heute nun den Tag, der zunächst eindeutig, so wie die Workshops vom Konzept her auch, die Perspektive des Pädagogischen im Mittelpunkt hat, mit dem Vortrag von Sabanu Shima als erstes, und haben dann nach der Mittagspause noch einen abschließenden Input von Hanno Löwy aus der Sicht eines jüdischen Museums und eines Publizisten, würde ich sagen, der dann nochmal von Yasmin El-Minouar kommentiert wird, und Sie haben vom Publikum aus auch nochmal die Möglichkeit, dort sich einzumischen, immer in der Form, wie es eben online geht, über den Chat, den dann Sirat Wiedenroth uns vorbereitet für die Diskussion. Soweit die Vorbemerkungen. Jetzt möchte ich Ihnen nochmal Sabanu Shima vorstellen, die sozusagen, wenn wir jetzt in Frankfurt wären, zu Hause wäre. Also sie kommt aus der Bildungsstätte Anne Frank. Ich darf das so kurz persönlich sagen, wir kennen uns schon sehr lange. Sie hat nämlich, als ich dort noch sehr aktiv war, als Schülerin schon angefangen, dort in der Peer Education mitzumachen, und ist von daher eine Person, die sozusagen für diese erfolgreichen Bildungsprozesse dort auch steht. Sie ist inzwischen eine der professionellen und profilierten Pädagoginnen in diesem Bereich, des Umgangs mit der HITRA veranstaltungsfreie Blickwinkel geworden, nach einigen Vorläufen mit anderen Trägerschaften. Das ist aber noch nicht ihre akademische Qualifikation, die ganz kurz für die, die ihre Tagungsmappe noch nicht, wie ich gestern, in der Post gefunden haben. Ist Politikwissenschaftlerin, sie ist heute die pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank, und sie ist auch Dozentin an der Frankfurt University for Applied Studies, hat Verschiedenes publiziert. Es geht immer um Rassismus, Islamfeindlichkeit und die Pluralität von Religionen. So kurz lasse ich es erstmal, liebe Saba, und übergebe dir gleich das Wort. Vielen Dank, lieber Gottfried, für die sehr nette Einführung und die persönliche. Genau, ich freue mich sehr. Guten Morgen auch an alle von meiner Seite. Danke auch für die Zusammenfassung, Gottfried. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen warm geworden und ins Thema wieder reingekommen. Das ist ganz gut. Das ist eine gute Überleitung zu meinem Vortrag darüber, wie Bildungsarbeit eigentlich gelingen kann, zu diesen beiden Themen, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Ich werde dazu begleitend eine PowerPoint zeigen und werde jetzt mein Bildschirm teilen. Ich hoffe, dass das alles klappt. Und dann wird man mich, denke ich, noch sehen. Läuft das alles okay? Vielleicht kurz an das Team der Technik. Ich gehe davon aus. Genau, du siehst es, Gottfried, dann ist alles klar. Sehr gut. Genau, und die Frage, beziehungsweise es geht ja hier um die, ganz konkret, um die Frage, ob alles okay, wurde mir jetzt gerade nochmal gesagt. Wunderbar. Ob das zusammengeht, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Während im Flyer jetzt nur was Antisemitismus und rassismuskritische Bildung steht, werde ich das aber ganz bewusst, da das ja auch das Tagungsthema ist, auf antimuslimischen Rassismus beziehen und auch darauf fokussieren. Ich muss dazu sagen, hier in der Bildungsstätte machen wir das schon seit Jahren. Also die Frage, ob das zusammengeht, ist eigentlich wahrscheinlich eher eine rhetorische. Wir machen das zusammen, wir bearbeiten diese Phänomene schon seit Jahren. Seitdem Gottfried auch schon da gewesen ist, machen wir das immer und diskutieren viel darüber, inwiefern das zusammen auch mal passt und mal auch nicht, und wo sozusagen ist es aber auch notwendig, unterschiedlich an diese Phänomene ranzugehen, und was ist auch der Unterschied in der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. Auch ich werde jetzt nicht allzu lang, aber ganz kurz meine Wiederholung sozusagen von gestern, beziehungsweise ein paar Aspekte, die ich mitgenommen habe, nochmal erwähnen. Gottfried, du hast es jetzt auch gerade schon gemacht.
Ich möchte auch damit nur einsteigen, weil gestern sehr deutlich die Unterschiede auch geworden sind, ne? Also gerade diese die Funktionen vom rassistischen und antisemitischen Weltbild, Stichwort Überlegenheit und Unterlegenheit, wie sozusagen es gibt, also inwiefern sich das im Antisemitismus und im Rassismus äußert. Ich finde das immer ganz einfach formuliert, wenn man sagt, genau, ein Antisemit fühlt sich als Opfer von denen da oben, ein Rassist fühlt sich überlegen. Das hat mit Gefühlen der Macht und Ohnmacht zu tun. In beiden Phänomenen aber geht es darum, dass eine In- und Out-Group sozusagen auch definiert wird. Wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Das ist etwas, was es in beiden Phänomenen auch gibt. Und die Ressourcenfrage ist meines Erachtens, ich weiß gar nicht, ob das gestern noch erwähnt worden ist, aber natürlich geht es darum, wer hat, also nicht nur Macht sozusagen in einem abstrakten Sinne, sondern auch, wer hat Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, also wer kann Teilhabe ermöglichen, also sozusagen auf eine Art und Weise ermöglichen, damit es einem besser geht. Also die Ressourcenfrage einfach ganz allgemein, das steht natürlich auch hier im Fokus. Nur ein paar Worte dazu und eine weitere Vorbemerkung, also das ist die erste Vorbemerkung, wenn man kurz auf die Aspekte von gestern eingeht. Eine zweite Vorbemerkung ist, und das finde ich ist sehr wichtig, ich möchte das ergänzend zu den gestrigen sehr spannenden Vorträgen aber nochmal sagen, antimuslimischer Rassismus, wenn wir darüber sprechen, ist ein neues Phänomen in Wissenschaft als auch in der Bildungspraxis. Wir haben es nicht verglichen wie mit Antisemitismus, mit einem Phänomen zu tun, was schon seit Jahren irgendwie beispielsweise in der historisch-politischen Bildungsarbeit und so weiter ein Thema ist. So, im antimuslimischen Rassismus haben wir eine sehr große Begriffsdebatte, die gestern schon deutlich geworden ist. Wie nennen wir das Phänomen denn jetzt eigentlich? Kann man es Rassismus nennen? Oder ist es eine Feindlichkeit gegen Muslime? Oder geht es um den Islam? Und so weiter und so fort. Das ist etwas, was besonders ist und was dieses Phänomen erstmal ausmacht. Immer im Vergleich zum anderen. Bei mir geht es erstmal darum, schon nochmal zu sagen, es ist etwas, was noch sozusagen diskutiert wird in der Forschung als auch in der Praxis dementsprechend. Dann, was auch besonders ist, verglichen mit anderen Formen von Rassismus übrigens, wenn wir über antischwarzen Rassismus sprechen oder antiasiatischen Rassismus, der heute überhaupt gar nicht das Thema ist, aber dann nur zu sagen, im antimuslimischen Rassismus geht es auch irgendwie um Religion, beziehungsweise die Frage, welche Rolle spielt denn der Islam hier? Spielt immer auch, also spielt eine Rolle, es ist ein Thema und es ist auch wiederum anders als im Antisemitismus, im modernen Antisemitismus, wo Religion keine Rolle mehr spielt, beziehungsweise, also primär, ganz primär auf jeden Fall gar keine. Ich habe hier noch das beschrieben als liberal-säkulare Matrix, das ist das, so nennt es Shirin Amir Moazami, die Professorin aus Berlin, aus der Humboldt-Universität, Islamwissenschaftlerin. Und ich finde das sehr treffend, was sie damit beschreibt. Sie sagt nämlich, was in der Forschung zu antimuslimischen Rassismus noch weniger Beachtung findet, ist, dass diese Frage von Islam, dass es hier darum geht, dass es eine Minderheitsreligion ist, die sich in einer liberal-säkularen Gesellschaft ihren Platz sucht und irgendwie auch findet, dass dieser Aspekt mit beachtet werden muss. Also inwiefern, was sind eigentlich die säkularen oder was sind eigentlich Grundsätze, wenn es um die Religion geht, in unserer Gesellschaft in Europa. Auch das spielt dann dementsprechend immer eine Rolle, ne? Und den letzten Aspekt, Forschungslücken habe ich jetzt genannt, man kann es Leerstellen nennen, wie auch immer, aber ich sehe im Bereich der Religion, also welche Rolle spielt eigentlich Religion, wie gesagt, noch ein großes Thema, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht und das Phantasma der Islamisierung, so habe ich das jetzt genannt. Was ich damit meine ist, ich gehe abschließend nochmal darauf ein, aber wenn wir über die in Anführungsstrichen jüdische Weltverschwörung sprechen und wir haben gestern auch über Soros und so weiter gesprochen, die Verschwörung, es gäbe einen Bevölkerungsaustausch und so weiter. Ne? Migranten und Migrantinnen würden nach Europa bewusst gesteuert werden, hierhin gebracht werden. Und dahinter stecken eigentlich die Juden, alles in Anführungsstrichen. Und das ist sozusagen das eine, wo in dieser Verschwörung oder in diesem Glauben einer Islamisierung dahinter eigentlich jemand anders steckt. Das ist das eine. Und trotzdem würde ich, und da denke ich unter anderem an so neurechte Bücher oder sozusagen neurechte Sprache. Ich zitiere einen Satz aus dem Antaios Verlag, also aus der Website vom Antaios Verlag, wo das Buch von dem verstorbenen Publizisten Udo Ulf
Boykott beworben wird. Er hat sein Buch genannt Die stille Islamisierung Deutschlands, rekurriert da auf einen Titel des Spiegels 2007. Und dieses Buch wird beschrieben mit Europa wird zur Kolonie des Islams. Ja, der Islam wird als Kolonisator imaginiert. Und ich denke, dass dieser, oder meines Erachtens ist dieser Aspekt nochmal in der Forschung noch weniger beachtet. Also sozusagen die Frage ist auch, wenn wir immer darüber sprechen, und das hatten wir gestern gemacht, und auch die Wiederholung eben gerade, Antisemitismus ist eine Verschwörung, da steckt jemand dahinter, da steckt ja immer sozusagen eine eigenartige Überhöhung, ne, von Juden mit drin. Und ist das nicht auch hier der Fall? Also sozusagen ist das nicht vielleicht auch eine interessante Parallele, die man sich mal anschauen könnte, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber damit möchte ich sagen, es ist, ich habe es als Forschungslücke beschrieben, meines Erachtens auf jeden Fall ein Fokuswert, um nochmal zu gucken, wie äußert sich das eigentlich? Also wenn man den Islam als Kolonisator imaginiert, ne, zum einen ist es sehr rassistisch, wenn man davon ausgeht, dass man als Muslim Abstand vom Islam, auch das ist schon sehr, also das ist eine rassistische sozusagen Konnotation, die da mit drinsteckt, und gleichzeitig hat man Angst auch, ne? Angst vor sozusagen den Muslimen, den Islam, der da kommt. Das sind meine zwei Vorbemerkungen, bevor ich dann konkret sage, was heißt das jetzt für die Bildungsarbeit. Und zwar, mir ist dann wichtig, wirklich diese zwei Vorbemerkungen, auch die Unterschiede und auch die Neuheit vom antimuslimischen Rassismus in Wissenschaft und Bildungspraxis mitzudenken. Ich möchte auf drei Aspekte eingehen, die würde ich nennen, die Rahmenbedingungen in der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus, die wichtig sind, ebenfalls mitzudenken. Das passt auch schon an Vorbemerkungen, wobei hier sind wir auch schon jetzt mittendrin. Was heißt das, wenn ich zu diesen beiden Themen arbeite, sei es in der Schule oder in anderen pädagogischen Räumen? Der erste Aspekt, ich habe das erstmal einfach nur formuliert, also es geht mir um Curricula in der Schule. Inwiefern spielt denn Antisemitismus und oder antimuslimischer Rassismus in der Schule eine Rolle? Ist das etwas, was Jugendliche bearbeiten, was sie kennenlernen, ja oder nein? Da würde ich zum einen sagen, wenn es um Antisemitismus geht, dann in einer hochproblematischen, oft auch kritisierten und ich glaube auch in dieser Tagung bereits erwähnten von Riem Spielhaus unter anderem, da sie auch mit Schulbüchern arbeitet, zum Thema Antisemitismus in der Schule, wird insbesondere im Kontext von historisch-politischer Bildungsarbeit bearbeitet. Man liest zum Beispiel das Tagebuch von Anne Frank, kommt dann auch das Thema Antisemitismus oder man beschäftigt sich mit dem Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen also Antisemitismus wird höchstwahrscheinlich in der Schullaufbahn vorkommen. So, das auf jeden, davon gehe ich aus und das ist auch meine Erfahrung, nicht nur meine eigene, sondern das ist auch festgelegt im Curriculum der Schule. Dass das problematisch ist, wie es gemacht wird, dass über Juden und Jüdinnen nur gesprochen wird in Bezug auf die Vergangenheit und so weiter, das sind alles andere kritikwürdige Themen, um die es mir jetzt aber erstmal nicht geht, sondern Antisemitismus kommt in der Schule vor. Ganz anders und das geht schnell, antimuslimischer Rassismus nicht. So, also es gibt sozusagen, darüber spricht man nicht in der Schule, es wird nicht vorgegeben, es gibt das Thema Religion im Religionsunterricht etc., aber es ist klar, was ich meine, dieses Phänomen und da denke ich jetzt, ne, an sozusagen das, was ich vorhin jetzt gesagt habe, naja, es ist ja auch noch weniger bekannt, es ist ein neueres Phänomen, hat vielleicht deshalb auch was damit zu tun. Nichtsdestotrotz, in der Schule spreche ich nicht über antimuslimischen Rassismus. Der zweite Aspekt, das nenne ich jetzt mal die Sichtbarkeit oder die vermeintliche Sichtbarkeit. Da geht es mir um Betroffene. Wenn es um Antisemitismus geht, dann haben wir es damit zu tun, dass oder verglichen sozusagen mit muslimischen und jüdischen Jugendlichen ist erstmal eine ganz bloße Tatsache. Es gibt viel, viel mehr Musliminnen und Muslime. Und dann gibt es auch noch sehr viel mehr, die als Muslime gelesen werden, obwohl sie keine sind. Deshalb vermeintliche Sichtbarkeit. Was Juden und Jüdinnen betrifft, da auch das ist bekannt, auch unserer Beratungsarbeit wissen wir das natürlich auch seit Jahren. Als Schülerin oder als Schüler, die oder der jüdisch ist, erzählt man das auch mal nicht gern. Es ist etwas, was man nicht gerne berichtet, was man nicht gerne sagt, was man verheimlicht. Und es ist auch nicht sichtbar, jüdisch sein, erstmal so rum. Es ist gar nicht sichtbar und dementsprechend haben wir hier auch zwei unterschiedliche Realitäten.
was mit Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus eben zu tun hat. Und der letzte Aspekt ist, auch Stichwort Rahmenbedingungen, die Anerkennung des Phänomens und das Wissen darüber. Das hat zum einen was damit zu tun, was ich jetzt auch gerade erwähnt habe. Antimuslimischer Rassismus ist, wir wissen noch gar nicht, wie wir es nennen sollen sozusagen. Also ich würde es schon so nennen, aber es ist noch ein Thema. Und die Anerkennung damit meine, und da will ich jetzt nicht sagen, die gibt es im Antisemitismus, im antimuslimischen Rassismus nicht. Das ist nicht meine These, sondern wir reden hier von unterschiedlichen Voraussetzungen, was das betrifft. Ich würde sagen, gerade auf der politischen Ebene ist die Anerkennung, ich denke, auch das wurde gestern erwähnt, sie ist da, sie ist steigt. Das ist ein Meilenstein, wie ich das mal auch gelesen habe, aus der Wissenschaft sozusagen, beziehungsweise von Forscherinnen und Forschern, dass es beispielsweise sowas gibt wie es wird bald sowas geben wie einen Bericht über Muslimfeindlichkeit. Ne? Es gibt einen Expertenkreis, wo dazu gearbeitet wird, wie groß, wie breit ist das Phänomen. Und sowas gab es zu Antisemitismus natürlich schon. Das heißt, die Anerkennung steigt. Inzwischen werden in Deutschland auch islamfeindliche Straftaten gezählt. Auch das meine ich, die Anerkennung ist, also die ist, da verändert sich etwas. Und trotzdem gehen wir von zwei unterschiedlichen, wie gesagt, Szenarien aus, beziehungsweise Ausgangsbedingungen, was diese beiden Phänomene betrifft. Das Wissen dementsprechend ist auch eines, was würde ich bei Antisemitismus als auch bei antimuslimischer Rassismus problematisch ist. Ich denke, ich habe jetzt am Wochenende gerade nochmal eine Studie vom ZDF, aber leider habe ich nicht mehr nachgeschaut und habe auch keine richtigen konkreten Verweise jetzt nochmal, die veröffentlicht worden ist, wo nochmal deutlich wurde, über den Holocaust gibt es beispielsweise Antisemitismus in Bezug auf den Holocaust, also gibt es sehr wenig Wissen und über aktuelle Formen von Antisemitismus ohnehin schwieriges Thema, gerade israelbezogener Antisemitismus, auch da würde ich sagen, Anerkennung und Wissen sehr wenig, ne? Aber deshalb für mich wichtige Aspekte, wenn es wie gesagt darum geht, zu verstehen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen in der Bildungsarbeit und dann die Frage, wenn ich das jetzt alles weiß, wie kann ich jetzt in meinem pädagogischen Raum eigentlich dazu arbeiten? Ich müsste mir dessen bewusst sein, dass ich hier von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Phänomenen ausgehe, nicht sozusagen von dem Phänomen aus selbst, sondern wie sie behandelt werden gesellschaftlich und was auch natürlich die Perspektive von Betroffenen betrifft und Stichwort Sichtbarkeit. Dann komme ich zu meinem nächsten Punkt und zwar möchte ich hier eingehen auf etwas, was eine Art Gemeinsamkeit ist, wenn man das jetzt mal so vorsichtig formulieren darf. Und zwar sind das globale Ereignisse. Tut mir leid, ich wollte noch kurz ein Heft von uns einblenden, genau, dass wir geschrieben haben und ich finde, diesen Titel hat jetzt irgendwie gepasst, als ich es vorbereitet habe. Sorry, ich komme nochmal kurz dazu. Warum es wichtig ist, von antimuslimischem Rassismus zu sprechen. Ne? Also es geht darum, das Phänomen als solches auch anzuerkennen. So. Und ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, es gibt nicht, dass Antisemitismus ein Problem ist, insbesondere jetzt von denen, die dazu arbeiten und so weiter. Und noch insgesamt, ich würde die These aufstellen, dass wir zum Glück dafür nicht kämpfen müssen, so, dass wir ein Problem mit Antisemitismus haben. Genau. Ja, Stichwort globale Ereignisse. Achtung, ich habe ein sehr krasses Bild hier. Ich möchte darüber sprechen, inwiefern globale Ereignisse eigentlich Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus in irgendeiner Form hervorbringen. Und zwar ganz einfach in meinen pädagogischen Raum, in meine Lerngruppe. Es passiert irgendwo irgendwas und ich habe was damit zu tun, ganz plötzlich. Das ist jetzt keine große Erkenntnis, aber auch wichtig mitzudenken, wenn es dann eben um die eigene Lerngruppe geht, wo es jüdische und muslimische Jugendliche eventuell auch eben gibt. Ich habe hier ein Bild von, wie man das oft auch sieht, ein palästinensisches Kind, wird gewaltvoll behandelt. Etwas, was mir immer wieder auch gezeigt wird und immer wieder auch mir begegnet. Und dadurch, wenn es Ausschreitungen, sage ich jetzt mal, gibt oder Konflikte, wenn der Nahostkonflikt, wenn da etwas passiert, da kann man auch an die vergangenen Konflikte, Gaza-Konflikte und so weiter und so fort denken, dann haben wir damit was auch hier zu tun und zwar ganz schnell. Das zeigen nicht nur auch Statistiken, wenn es um Straftaten beispielsweise geht, dass es vermehrt antisemitische Angriffe gibt,
Das merken wir auch im Klassenzimmer, wenn dann junge Erwachsene, Jugendliche Israel sehr stark dämonisieren und auch ganz konkret Juden und Jüdinnen angreifen, insbesondere verbal, aber auch physisch. Was dann passiert ist, dass in dem Fall jüdische Jugendliche zum einen, sehr stark, also auch ihnen wird zugeschrieben, dass sie dafür verantwortlich sind, dass sie Mittäterinnen und Mittäter sind, etc. Da haben wir bereits mehrere Fälle gehabt, die genau das auch zeigen. Es passiert drüben, sage ich jetzt mal etwas, und hier werden jüdische Jugendliche angegriffen und auch eben beleidigt. Da erinnert, also ich erinnere mich gerade jetzt an eine Situation, an einen Beratungsfall letztlich immer, so kommt es ja auch an uns an einem Frankfurter Gymnasium, wo eine sehr engagierte Lehrkraft, engagiert deshalb, weil sie im Bezug auf den Nahostkonflikt Israelis und Palästinenser, sie hat da viele Projekte mitgemacht und hat dementsprechend einen Theaterworkshop in ihrer Schulklasse, in der Oberstufe geplant, wo sie zwei junge Männer eingeladen hat, die on Tour gewesen sind für ihre Theater, für ihr Theater, das sie eben konzipiert haben für ihr Stück. Und da ging es darum, also es war einer, der dabei war, ist ein israelischer Kriegsverweigerer und ein Palästinenser. Und die beiden haben ungefähr diese Szene, wie in diesem Bild hier zu sehen ist, in diesem Workshop dann dargestellt. Und es ging, also es wird sehr schnell klar, es ging vor allem darum, dass Israelis oder also sozusagen in dieser verkürzten Darstellung auch für Jugendlichen in dem Fall Juden und Jüdinnen sind, also wie sie mit den Palästinensern umgehen. So, das war sozusagen ungefähr die Szene. Es wurde vorher schon angekündigt, dass das passiert. In dieser Schulklasse waren drei jüdische Jugendliche. Einer meldete sich schon im Vorfeld krank. Eine, die vor Ort war, wehrte sich massiv, kam aber nicht an. Und eine andere, die andere Jugendliche sagte einfach gar nichts. Also was sozusagen hier dann deutlich wird, ist, inwiefern diese Perspektive von Betroffensein oder von Betroffenen seitens Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich überhaupt gesehen wird. Es wird einfach gar nicht in Betracht gezogen, was das für die Lerngruppe, was das für die Jugendlichen, die direkt davon betroffen sind, was das für sie eben bedeutet. Und da, wenn ich daran denke, dann fällt mir auch interessanterweise etwas ein, was mir selbst passiert ist. Darüber erzähle ich jetzt eigentlich einfach auch. Ich hatte nämlich das andere Bild, ich habe jetzt nicht nur diesen Aspekt, sondern auch islamistische Anschläge. Ich habe jetzt einfach mal ein Bild von 9-11 genommen. Es gibt unfassbar viele. Ich hätte jetzt auch auf die islamistischen Attentate in den vergangenen Wochen irgendein Bild sozusagen nehmen können. Ich habe jetzt mal irgendeins genommen, es soll eben dafür stehen, inwiefern auch muslimische Jugendliche für islamistische Attentate, die geschehen und die passieren, dafür verantwortlich gemacht werden. Und zwar, das ist etwas, womit wir uns schon seit mindestens 2 Jahrzehnten auch auseinandersetzen. Und auch hier fehlt die Sensibilisierung für die Betroffenenperspektive. Was ich von mir erzählen wollte, hat gar nicht so direkt was mit islamistischen Attentaten zu tun, sondern ich erinnere mich selbst gerade an eine Situation zurück, die sehr ähnlich war wie die von dem Theaterworkshop. Fällt mir gerade auf. Und zwar war das 2006, kurz vor meinem Abitur, als wir, und zwar 2006 sind nämlich die sogenannten Mohammed-Karikaturen veröffentlicht worden in Dänemark. Und es gab mehrere Ausschreitungen, unter anderem wurde dann auch die dänische, also die Flagge Dänemarks in unterschiedlichen, nicht nur in islamisch geprägten Ländern verbrannt, sondern auch hier in Europa. Und ich weiß noch ganz gut, wie wir in einem Kurs dann einen Text gelesen haben über den Dschihad und was die Muslime so planen und machen, dass Dschihad der heilige Krieg ist und dass die Muslime, die sich ärgern, dass das praktisch normal ist. Weil klar, da wurde jemand, also ihre Religion wurde verunglimpft und das steht jetzt aber erstmal nicht zur Debatte, sondern Muslime ärgern sich. Tja, so ist das halt im Islam niedergeschrieben. So. Und dann waren wir auch drei muslimische Jugendliche in dieser Klasse und
Ich saß einfach da und ich war so höchst empört und wusste einfach auch nicht, ob ich was sagen soll oder nicht, bis ich was gesagt habe. Und dann haben wir drei irgendwie gesprochen, aber mein Lehrer war auch super und hat sich, beziehungsweise super, weil er sich darauf eingelassen hat und gesagt hat, ach wirklich, Dschihad heißt gar nicht Heiliger Krieg, für was kann es denn noch stehen? Und ach ihr, und ihr unterstützt diese Flaggenverbrennung nicht? Ach interessant, wirklich nicht. Und wenn ich sozusagen daran denke, und danach hatten wir auch noch tatsächlich mit auch sozusagen mit anderen Personen aus der Schulklasse auch nochmal darüber gesprochen. Im Endeffekt war das sehr gut, das irgendwie anzusprechen. Nichtsdestotrotz vergleiche ich es mit dieser anderen Situation, weil dieses verantwortlich machen oder einfach davon ausgehen, dass diese Jugendlichen wahrscheinlich das gut finden und so weiter, also da gar nicht das Gespräch suchen und sie da einfach sozusagen in ihrer Betroffenheit überhaupt gar nicht ernst nehmen, überhaupt gar nicht wahrnehmen, sehr problematisch. Also warum ich, wie gesagt, das anspreche, ist, Betroffenenperspektive ist ein wichtiger Aspekt. Wenn ich heterogene Schulklassen habe, was Realität ist für sehr viele, dann muss ich auch diese Heterogenität von betroffenen Perspektiven ernst nehmen und auch sehen. Und gerade hier kann man, wenn sich dann eben antisemitische Klischees oder antimuslimisch-rassistische Stereotype reproduzieren, gerade wenn Stichwort Islamismus oder eben im Nahostkonflikt etwas passiert, dann ist es auch notwendig, hierfür sensibel zu sein. Ich hatte in einem Workshop, wo ich mit Jugendlichen gearbeitet habe zu Antisemitismus, also was ist das eigentlich, so ein bisschen einführend, hatten wir auch das Thema israelbezogener Antisemitismus. Und ich habe dann an einem Beispiel erzählt, wenn zum Beispiel jüdische Jugendliche oder eine jüdische Schülerin, weil mir das selbst einfach mal passiert ist, das hatte ich dann in dieser Klasse erzählt, wird dafür verantwortlich gemacht, wenn in Israel es Ausschreitungen gibt zwischen Israelis und Palästinensern, unabhängig davon, wer jetzt, was da genau passiert ist, aber hier lebende junge Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, hier geboren, hier aufgewachsen und so weiter, auch wenn sie dort geboren werden, haben sie nichts damit zu tun, aber sozusagen, dass das ein Problem ist. Ja, so sozusagen. Und diese Loyalität, die Juden und Jüdinnen zugeschrieben wird, zu sagen, alles, was Israel macht, damit seid ihr d'accord sozusagen. Das hatte ich erzählt und erwähnt und das war in der Zeit Türkei-Wahlen, nur so kurz als Stichwort. Und auch da hatte sie, ein wirklich sehr wichtiger Moment in diesem Workshop, ist eine Jugendliche aufgestanden und hat gemeint, das ist nicht nur für Juden so, das ist für mich genauso, hat sie dann irgendwie reagiert und hat gesagt, mich fragen meine Lehrkräfte auch, also es ging da um die Klassenlehrerin, die das auch gefragt hat, ob meine Eltern denn Erdogan wählen. Also es ging darum, in der Zeit, wo Erdogan seine Tour gemacht hat zum Teil und hier in Deutschland Wahlveranstaltungen etc. gemacht hat. Und unabhängig davon, dass da natürlich massiv viele Unterschiede sind, ja, also das ist klar, das ist uns natürlich bewusst, ist für mich aber in diesem Moment etwas passiert und das heißt, sie hat Verständnis gehabt für das, was ich beschrieben habe, wie ich Antisemitismus beschrieben habe, weil sie das sehr gut auch auf sich beziehen konnte und dadurch hatten wir wirklich sehr, sehr, sehr spannendes, schönes Gespräch, die dann auch erwähnt hat, ich werde auch übrigens immer als Türkin gesehen, dabei sind wir Kurden und so weiter und so fort, also hat sozusagen nochmal viel, viel ausgeholt und es zeigt auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber welchen Platz haben auch Migrationsgeschichten von Jugendlichen, ja, also wenn ich von heterogenen Schulklassen spreche, wie ernst nehme ich auch diese Heterogenität, nenne ich das immer nur, dass es eine vielfältige heterogene Schulklasse ist oder arbeite ich irgendwie auch damit und zwar auch mit den individuellen Geschichten und auch mit den Biografien. Genau, da sind wir letztlich bei Gemeinsamkeiten, die ich jetzt, beziehungsweise eine Gemeinsamkeit, Gemeinsamkeit trifft es vielleicht nicht, aber sozusagen Parallelen oder in der Bearbeitung, ne, sozusagen, wenn es um globale Ereignisse geht. Wir in der Bildungsarbeit wählen, das habe ich jetzt auch gerade eben mit diesem Beispiel nochmal gezeigt, ganz bewusst diesen Weg, um eben auch mit diese Gemeinsamkeit zu suchen. Und in der Bildungsarbeit ist es nämlich eine Möglichkeit, zunächst einmal über diese Parallelen ins Gespräch zu kommen. Und ich nenne das jetzt nochmal ganz anders, das Thema Vorurteile. Das Beispiel, das ich jetzt auch gerade hatte, ist letztlich ein Vorurteil. Juden und Jüdinnen sind loyal mit Israel, genauso wie türkischstämmige, also sozusagen hier lebende, also Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund auch loyal sind mit was in der Türkei passiert. Jetzt mal dieser Vergleich wirklich nur an dieser Oberfläche, das soll ein oberflächlicher Vergleich bleiben. Das sind Vorurteile und darüber zu sprechen,
ist, wie gesagt, ein Einstieg erstmal in diese Auseinandersetzung mit Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Wir haben bei uns im Lernlabor Anne Frank, morgen mehr, was aktuell wegen Corona nicht zu besuchen ist, aber gerne nächstes Jahr, eine Ecke, die nennt sich die rassistische Brille und die funktioniert ungefähr so. Es sind Bilder zu sehen und dann setze ich eine Brille auf und plötzlich verändert sich diese Person. Beispielsweise sehe ich erstmal diese Person, das sind jetzt, da unten stehen so Texte von einem Video, aber passt eigentlich auch ein Blick durch die rassistische Brille und jetzt ziehen wir praktisch die Brille jetzt mal zusammen auf und plötzlich sieht diese Person so aus. Was passiert ist, ist, dass ein Mann, den ich hier, also ein Mann mit Bart, und wenn ich die rassistische Brille aufsetze, genau, werden meine Vorurteile aktiviert, ein Sprengstoffgürtel, auch plötzlich ist der Bart auch viel länger. Und alle Assoziationen, also alle Bilder, die ich habe, poppen auf einmal auf. Genau, so sieht ein Muslim aus oder das sind zumindest meine Vorurteile. Anders ist das nicht oder zumindest, nee, doch, doch, anders ist das schon, aber vergleichbar auch in dieser Reihe von Bildern haben wir diese Person, ein Mann, der eine Kippa trägt. Und der Mensch sieht plötzlich anders aus, wurde gerade in dem Video gesagt, wie gesagt, in Screenshots. Und das sind meine Vorurteile. Es geht um Geld, wenn es um Juden und Jüdinnen geht. Und plötzlich sieht dieser Mann auch aus wie ein Orthodoxer, also mit all diesen Stereotypen. Und die Nase hat sich auch verändert und so weiter und so fort. Also viele rassistische Klischees auch im Antisemitismus, die dann hier deutlich werden. Genau, das ist jetzt erstmal ziemlich krass. Wenn man sich das jetzt so anschaut, im Lernlabor hat man Zeit, sich hinzusetzen und sich das länger in Ruhe nochmal sich die anderen Bilder auch anzuschauen. Es gibt auch, wie gesagt, es geht auch um Sinti und Roma, es geht auch um den schwarzen Rassismus etc. Also verschiedene Formen von ja, Diskriminierung vielleicht erstmal oder von Abwertung, die dargestellt werden. Und für uns geht es wirklich erstmal hier gar nicht jetzt um die ganzen Unterschiede, sondern wie die Welt funktioniert oder wie wir durch die Welt auch laufen. Man kann es auch umformulieren in diese einfache Formel. Vorurteilsbewusstsein anstatt vorurteilsfrei. Ich muss mir erstmal dessen bewusst werden, dass ich Vorurteile habe. Die Vorstellung, ich sehe alle Menschen gleich, ich sehe keine Unterschiede, ist falsch und ist auch sehr unkritisch. Also das ist sehr... Genau, kann überhaupt gar nicht sozusagen mich weiterbringen. Und hier geht es genau darum, wir konfrontieren die Jugendlichen oder die Menschen, die kommen mit ihren eigenen Vorurteilen. Und das Interessante ist, und deshalb mag ich es hier auch, man muss sie nicht beschreiben, ich muss sie nicht erwähnen, sondern ich sehe sie einfach. Ich kann sozusagen mir diese verschiedenen Darstellungen, verschiedenen Menschen anschauen, diese Brille aufsetzen und ich sehe, ja genau, jeder kann was mit diesen Bildern anfangen. Ein Sprengstoffgürtel, warum ist da ein Sprengstoffgürtel? Oder warum sind plötzlich Geldscheine zu sehen bei der anderen Person? Wir aktivieren damit unsere Vorurteile und sich dessen bewusst werden, ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Auseinandersetzung zu diesen Themen Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Das ist sozusagen ein Aspekt, den ich auch, der mir in der Bildungsarbeit wichtig ist. Wie kann ich einsteigen und wie kann ich immer wieder auch zu diesem Punkt zurückkommen, wenn es nämlich einfach um diese zwischenmenschliche, interpersonelle Ebene geht, die ja für Jugendliche auch sehr greifbar ist. Greifbar, weil sie im Alltag eben, weil das ihr Alltag auch beschreibt. Ein weiterer Aspekt auch für die Bildungsarbeit, trotz der allen Unterschiede, ist, Achtung, das ist jetzt erstmal nicht so spektakulär, das ist etwas, was wir alle kennen, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ein Konzept. Ich erkläre auch gleich, warum ich das hier mit reinbringe. Für mich, und das mache ich auch in der Jugend als auch in der Erwachsenenbildung, arbeite ich sehr gerne als Einstieg auch mit diesem Konzept, weil es sehr vielen, also sehr oft ist es so, dass Jugendliche sagen, wenn wir zu einem Thema arbeiten, aber es gibt doch noch, Moment, es gibt doch noch dies und es gibt doch noch jedes. Das eine ist, das hatten wir gestern, Intersektionalität ist natürlich ganz wichtig. Ich soll natürlich die verschiedenen Ebenen von Diskriminierung mitdenken oder inwiefern eine Person von verschiedenen Formen von Diskriminierung sozusagen betroffen sein kann. So, das ist das eine, das ist auch wichtig und richtig. Das andere ist, was ich hier fehlt natürlich sehr vieles. Hier fehlt beispielsweise auch das Thema Machtverhältnisse. Hier fehlt natürlich auch die Unterschiedlichkeit zwischen Rassismus und Antisemitismus, wird hier jetzt überhaupt gar nicht deutlich, sondern hier denkt man, ach ja, das sind alles verschiedene Formen von Menschenfeindlichkeiten, funktionieren aber ganz anders. Für mich, und das nehme ich noch hier mit raus, ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit, weil diese natürlich zu übertragen ist. Menschen wird abgesprochen, gleich zu sein. So.
Oder Menschen wird die Gleichwertigkeit abgesprochen. Ob sie auf- oder abgewertet werden, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber zumindest zählen sie nicht zum Wir. Das ist etwas, was definitiv im Rassismus beziehungsweise im antimuslimischen Rassismus und im Antisemitismus auch zu vergleichen ist. Und ein weiterer Aspekt, der ja in der Studie, die ich jetzt gar nicht viel weiter erläutert habe, aber den ich zumindest auch ein Befund, was gar nicht uninteressant ist, wer sich rassistisch äußert, wird sich höchstwahrscheinlich auch antisemitisch äußern. Also da werden auch sozusagen Korrelationen zwischen den verschiedenen Einstellungen auch hergestellt. Auch das finde ich durchaus interessant für die Bildungsarbeit. Deshalb nochmal recht zusammengefasst, in der Bildungsarbeit ist es für mich wichtig, den Fokus auf Gemeinsamkeiten zunächst. Ne? Also ich sage immer zunächst, weil ich schließe ab mit zwei Ebenen, die man Vertiefung nennen kann oder so, darauf komme ich nochmal zu sprechen, aber zunächst erstmal auf die Gemeinsamkeit zu schauen, weil, wie ich auch eben gezeigt habe, gibt es genug nicht nur Anlässe, aber auch Möglichkeiten, das einfach zu tun. Gruppenzone Menschenfeindlichkeit sehe ich als einen Bezugspunkt. Was in beiden nämlich natürlich auch passiert, ist eine Konstruktion der Eigen- und Fremdgruppe. Auch darüber kann man sehr gut in der Bildungsarbeit sprechen. Ne? Was heißt das? Also ein Wir-Gefühl und du gehörst nicht dazu. Ne? Das Thema Zugehörigkeit, das meine ich eigentlich, wenn ich über Konstruktionen von Eigen- und Fremdgruppe spreche. Und diese Zuschreibung von ganz unveränderlichen Eigenschaften. Ja? Also Juden sind verräterisch und Juden und oder Juden sind reich, die zwei wohl häufig genanntesten Vorurteile, und Muslime sind gewaltbereit und sexistisch, jetzt nur als zwei Beispiele. So. Und das sind Eigenschaften, die zugeschrieben werden, und sich darüber bewusst zu werden, ja, das gibt es sozusagen in Bezug auf diese verschiedenen Phänomene, und das macht etwas mit mir, das macht etwas, wenn ich mich dann wenn ich in einer heterogenen, pluralen Gesellschaft lebe, hat das Auswirkungen da auf das Zusammenleben. Heißt für mich, und jetzt müsste man wieder an die Vorbemerkungen gehen, selbstverständlich nicht, sie einfach zu vermischen und zu sagen, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus, genau, vergesst die Unterschiedlichkeit, also Unterschiede, selbstverständlich nicht. Die müssen aufgegriffen werden, und deshalb schließe ich ab mit sozusagen einfach nur mit Bildern, weil ich das auch selbst so mache, und damit auch gute Erfahrungen, wie es selbstverständlich die Möglichkeit gibt, auch zu vertiefen. Also wie ich über einzelne Themen dann auch in die Tiefe einsteigen kann und mich dann auch über die Funktionen der verschiedenen Weltbilder auseinandersetzen kann mit einer Gruppe. Ja. Die Frage ist übrigens, bevor ich auf diese Vertiefung auch komme, mit wem arbeite ich? Also darüber habe ich jetzt gar nicht geredet. Ich habe einfach von irgendwelchen heterogenen Lerngruppen gesprochen. In meiner Arbeit, ich arbeite beispielsweise viel mit muslimischen Jugendgruppen zum Thema Antisemitismus. Das ist etwas, das mache ich sehr oft, und ich steige nie ein mit dem Thema Antisemitismus. Ich steige immer ein mit dem Thema antimuslimischer Rassismus, eure eigenen Diskriminierungs- und Fremderfahrungen, die ihr macht. Fremderfahrungen sage ich eigentlich nie, die eigenen Erfahrungen, die ihr macht in der Gesellschaft. Ich hatte einen Workshop gehabt mit jungen Geflüchteten aus Afghanistan. Das war wirklich sehr interessant. Da ging es um Antisemitismus. Wir haben aber lange erstmal über das Thema Vorurteile geredet. Sie haben sehr viel über Vorurteile berichtet, die ihnen als Geflüchtete, als Muslime, als Männer begegnen. Das war sehr interessant, und es war ein sozusagen aus meinem Gefühl heraus ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine wunderbare Grundlage, um jetzt zum Thema Antisemitismus zu kommen und dann über Vorurteile und so weiter zu kommen. Bis ich aber da bin ich aber dann gescheitert. Das kann man ja auch sagen, wo es vielleicht auch nicht klappt, weil mir dann auch klar wurde, hier spätestens jetzt und hier war es eigentlich notwendig, nachdem wir über Vorurteile geredet haben, in die Vertiefung zu gehen. Und weil beispielsweise ein Jugendlicher dann auch zu mir gesagt hat, nee, das mit den Juden, das ist was ganz anderes. Also wir sind geflüchtet vor den Taliban, und dann, also es war ein Zitat von einem, wir sind geflüchtet vor den Taliban, und hinter den Taliban stecken auch die Juden. Ja, so, und das sozusagen, und da wurde dann, ist dann nochmal diese, sind diese Unterschiede nochmal ganz deutlich. Ja, also was heißt Rassismus, was heißt Antisemitismus und wie funktioniert das? Und dass diese Weltverschwörung, dieser etwas entgegenzuwirken, natürlich nochmal was ganz anderes ist, das kann ich dann nicht ganz einfach machen, indem ich sage, genau, Antisemitismus ist auch ein Vorurteil, es ist eben nicht nur ein Vorurteil. Ne? Für die Vertiefungsebene finde ich wichtig und auch interessant,
deshalb mit ganz einfachen Bildern auch zu arbeiten. Ich hatte jetzt hier, George Soros wurde gestern schon sehr viel thematisiert, deshalb sage ich jetzt gar nicht mehr allzu viel zu ihm, aber mit Bildern, die ja auch für Jugendliche also einfach sind zu verstehen, auch sozusagen mit ihnen gemeinsam das antisemitische Weltbild zu erarbeiten, das ist hochspannend. Ne? Also es heißt auch nicht unbedingt, dass sie ihre eigenen Verschwörungsglauben oder ihre Theorien dadurch irgendwie ablegen, die sie vielleicht haben. Ja? Das heißt es nicht. Aber das eine ist das irgendwie darzustellen, also hier wirklich sehr einfache, ne? Sozusagen diese Darstellung von George Soros, der Struppenzieher hinter allem, darunter ist erwähnt Malcolm X, Black Lives Matter und alle Medien, also wirklich alles, was passiert, ist die Planung von jemandem, ja, und hier von dem ungarischen Juden und Unternehmer George Soros. Also dieses Phantasma, ne, der jüdischen Weltverschwörung zu bearbeiten, finde ich, ist eine Vertiefung wert, und mit diesen Bildern zu arbeiten, ist etwas, was ich in der Bildungsarbeit auch machen würde, auch mit Jugendlichen. Ich habe jetzt hier noch ein Zitat von der Mutter vom Terroristen von Halle, noch Stichwort Umwegkommunikation, wie wird das auch oft geäußert, auch so übrigens, ne? Also sie hat gesagt, er hatte nichts gegen Juden, also ihr Sohn, er hatte was gegen Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen, wer hat das denn nicht? Ja, also ja klar. Mhm. Und genau so erzählen auch Jugendliche mir, naja, den Juden gehört beispielsweise hier Aldi. Das habe ich gehört, oder den Juden gehört das Nordwestzentrum, hier ein Einkaufszentrum hier in Frankfurt und so weiter. Und wenn ich dann frage, okay, sagen wir mal, das ist jetzt so, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, warum? Also warum ist das relevant für dich? Und dann kommt schnell sowas, ach, ist ganz egal, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich wollte das nur mal gesagt haben, dass das so ist irgendwie. Ne? Und das muss man eben länger bearbeiten. Ne? Und dann eben dieses, beispielsweise diese Darstellungen, ich finde, die können auch ein Stück weit entlarven, also dieses Weltbild auch entlarven, mit Jugendlichen gemeinsam, Schritt für Schritt. Die Vertiefung, die andere, die ich nur aufgreifen möchte, ist das Narrativ der Überfremdung und wo ich auch die Möglichkeit sehe, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, das Thema Islamisierung und die Verschwörung, auch die jüdische Weltverschwörung in irgendeiner Form zu vergleichen, gerade auch, wie gesagt, in der Bildungsarbeit, um nicht jetzt zu sagen, es ist dasselbe, aber doch über diese Mechanismen, die es gibt in dieser Konstruktion der Eigen- und der Fremdgruppe, in der Abwertung der anderen, also wenn anderen die Gleichwertigkeit abgesprochen wird, über solche Beispiele auch aufzugreifen. Ja. Das finde ich sehr spannend und kann das nur als Empfehlung mitgeben für pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte, die hier jetzt auch gerade zuhören. Und ende mit diesen Ideen und Empfehlungen. Ich freue mich über die Diskussion. Herzlichen Dank, Sabah. Das war ja ein am Schluss sehr konkretes, ein sehr konkreter Zugang zu dem Thema. Und ich würde jetzt, bevor wir gucken, was aus dem Chat kommt, gern an dem Schluss noch einmal nachfragen, weil du hast ja wirklich aufgemacht, was man tatsächlich in der Praxis machen kann. Aber ich wüsste wirklich gern, wie geht das denn dann? Also wenn du sagst, es wird da diese antisemitische Weltverschwörung thematisiert, gerade in so einer extrem schwierigen Konstellation wie mit diesen Geflüchteten, bei denen das dann ja auch ihr eigenes Schicksal erklärt, dieses Glauben an diese Fantasie. Was macht man dann in dem pädagogischen Raum ganz konkret? Also du hast gesagt, ich spreche es an, das finde ich auch genau das Richtige. Also man muss es offenlegen, das hast du ja an verschiedenen Beispielen gezeigt. Und gibt es da einfach eine Erfahrung mit methodischen oder auch gruppendynamischen Prozessen? Mhm. Was ich in diesem einen Beispiel, das ich jetzt erwähnt habe, ist jetzt wahrscheinlich not the best practice, weil da wusste ich auch nicht weiter. Also zumindest war es sehr vehement sozusagen, was dagegen geäußert wurde. Und diese eine hatte auch viel Unterstützung sozusagen in dieser Gruppe. Ja, und es gab so einige, die mir dann gesagt haben, ja, ich arbeite ja in der Bildungsstätte Anne Frank, und haben dann zu mir gesagt, sie können es gar nicht verstehen. Sie sind ja selbst praktisch brainwashed. Ne? Also das war dann wirklich massiv, und wo ich dann auch gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich hier mit meinen
mit hohen der politischen Bildungsarbeit gerade weiterkomme. Also da hätte ich es notwendig gefunden, dann nochmal in einer anderen Konstellation weiterzuarbeiten, vielleicht in einer kleineren Runde, ne? Oder sozusagen wirklich mit dieser einen Person. Übrigens, wir sind immer noch im Gespräch auch. Also wir sind mit dieser Gruppe auch im Gespräch und da ist es auch mit der zuständigen Betreuerin auch so, die das auch sagt, die sagt, da ist, also das ist etwas, was sehr massiv dort ist und es sind ein paar wenige und da müssten wir vielleicht anders zu arbeiten. Das vielleicht erstmal zu diesem einen Fall, weil ich finde das eigentlich auch nur gut, das auch mal zu sagen, ich kann auch nicht immer sozusagen weiter wissen, das kann mal so passieren. Aber in anderen Fällen, und da setze ich sehr auf das Konzept, was macht die Peer, ja, ich finde es wichtig, mit den Jugendlichen, also viele Nachfragen natürlich zu stellen. Also woher weißt du das? Warum glaubst du das? Ne? Und also mit diesen irritierenden Nachfragen, gerade das andere Beispiel, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, genau die Nordi, also das Nordwestentum gehört den Juden, Aldi gehört den Juden. Das eine ist, mit Fakten dagegen zu sagen, hier, das stimmt einfach nicht. So. Und woher hast du das? Und dann auch, warum glaubst du das? Und, und mit solchen Fragen mache ich, meine Erfahrung ist, dass das eigentlich aus der Gruppe selbst heraus dann kommt. Also, dass es andere gibt, die sich dann motiviert fühlen, auch zu sagen, naja, stimmt das jetzt überhaupt? Oder woher hast du das? Oder ich habe das auch gelesen, ich bin mir unsicher. Also, wo es auch um Medienkompetenz oder Quellen nachfragen, woher hast du eigentlich diese Informationen? Ich bevorzuge aber schon, und das muss ich zugeben, aktuell, ich finde diese Vergleiche wirklich auch spannend. Also gerade dieses Thema Verschwörung, das ist ja etwas, was sehr speziell, also was im Antisemitismus ein Kernelement ist. Und diesen Verschwörungsgedanken auch beispielsweise mit dem Thema Islamisierung zu vergleichen. Ne? Und ich habe tendenziell mehr muslimische Jugendliche in meinen Gruppen. So, das ist zumindest meine Realität so. Und das kennen sie, damit können sie was anfangen. Und ich will ja auch gar nicht die Jugendlichen in dem Fall überzeugen oder ihnen sagen, dass das jetzt so stimmt, sondern ich will sie für allen voran irritieren. Und wenn ich das schaffe, dann finde ich das auf jeden Fall schon mal ganz gut, sozusagen. Also das ist definitiv etwas, was mit Vergleichen möglich ist, wenn sie dann sich selbst auch angesprochen fühlen. Das denke ich auch. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach ihre Denkprozesse aus dem Gleis bringt, ein Stück weit. Was wirklich schwierig ist, denke ich, für die hier lange sozialisierten pädagogischen Fachleute, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, weil ich auch gerade mit einer Gruppe arbeite, so im Theaterbereich, wo ich einfach erfahre, dass die Geflüchteten sehr häufig so wenig von europäischer Geschichte wissen, dass man ihnen überhaupt erstmal erklären muss, was Juden sind. Mhm. Und wenn du an der Stelle bist, dann kannst du mit den hier üblichen Versuchen über Antisemitismus zu arbeiten, erstmal einpacken und musst dir wirklich was Neues ausdenken. Und ich denke, diese Erfahrung zu machen, ist ganz zentral, dass eben unser eurozentrischer Blick wirklich so weit geht, dass wir eigentlich auch gar nicht verstehen, wie andere Leute die Welt anschauen. Mhm. Und das ist ein Startpunkt. Und da finde ich, das Zuhören und Irritieren ist tatsächlich das, was man gemeinsam gut hinkriegen kann. Mhm. Danke dir. Ich habe jetzt die erste Frage aus dem Chat. Da geht es ganz nach Informationen. Und zwar gibt es eine repräsentative Studie, mit der Bitte um Literaturverweis zu den unterschiedlichen Inhalten antimuslimischen Rassismus, also welche konkreten Vorurteile, Assoziationen und so weiter, Wahrnehmungsmuster, die Liste geht noch länger. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist, wie würden Sie, also Sabah Moshima, heute die Arbeit an der wertschätzenden Differenz unter dem Gleichheitsgebot verorten? Hast du auch den Chat? Ja. Genau, ich sehe es gerade. Genau. Die erste, vielleicht kurz zu der ersten Frage. Eine repräsentative Studie als Literaturverweis. Also ich meine, das eine ist, wir hatten ja gestern auch über Studien gesprochen. Yasmin El-Menouar hat gesprochen von der Bertelsmann-Stiftung, von der Studie Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland. Die ist von 2015, denke ich. Da kann man nochmal nachschauen, von Kai Hafis und Sabine Schmidt. Und es gibt ja jedes Jahr auch den Religionsmonitor, der das sozusagen mit einer aktualisierten Auflage, wo meines Erachtens auch viele der Aspekte mit drin sind. Da wird aber nicht von antimuslimischem Rassismus gesprochen. Das auch nochmal dazu gesagt. Und es gibt die drei Studien vom Berliner Institut für Migrationsforschung, nennt sich Deutschland postmigrantisch. Deutschland postmigrantisch Teil 1, Teil 2, Teil 3.
Und in einer, da geht es sehr viel auch um sozusagen, welche Vorurteile, welche Vorurteile gibt es Musliminnen und Muslimen, Entschuldigung, habe ich jetzt wieder meinen Printbildschirm geteilt, nein, welche Vorurteile gibt es Musliminnen und Muslimen gegenüber, welche Einstellungen etc. Zeigen sich dort. Also das wären jetzt spontan einfach zwei Studien. Und es gibt auch also weitere, die über die Diskriminierungserfahrungen von Muslimen und Musliminnen auch berichten und erzählen. Es sei nur eine kurz erwähnt, Doris Weichselbaumer, eine EU, also die Studie hat sie für die EU gemacht, kann man auch frei downloaden. Da geht es darum, sie hat 1500 fiktive Bewerbungen gestickt, identische Bewerbungen, einmal als Sandra Bauer, einmal als Meriem Öztürk und einmal als Meriem Öztürk mit Kopftuch. Und man sieht, vielleicht kann man sich denken, was das Ergebnis ist. Raten Sie mal, als Frau mit einem Kopftuch hat sie mit der identischen Bewerbung deutlich weniger Einladungen bekommen als die Frau mit dem türkisch klingenden Namen oder türkischen Namen. Dann nochmal, sie hat auch nochmal weniger bekommen als Sandra Bauer. Also das fällt mir jetzt nur gerade ein, um zumindest einige der Studien, die es gibt, rund um dieses Thema zu nennen. Den nächsten Eintrag aus dem Chat muss ich ein bisschen interpretieren. Ich weiß nicht, ob du damit ja, weißt, ach so, das stimmt. Die Gemeinsamkeiten des Bezugs auf universelle Werte und Menschenrechte. Das heißt, zurückverbinden wahrscheinlich auf die pädagogischen Praxiserfahrungen. Rolle spielen Menschenrechte in der Praxis? Also sagen wir so andersrum gesagt, selbstverständlich sind Menschenrechte ein wunderbarer Bezug oder auch universelle Werte oder Universalismus, ein Humanismus vielleicht anders formuliert. Also was sozusagen sind meine Bezugspunkte oder warum oder woran orientiert sich meine politische Bildungsarbeit oder auch Menschenrechtsbildungsarbeit, würde ich sagen, ja, daran, das ist immer ein guter Bezugsrahmen, inwiefern ich diesen auch einführe oder nicht. Das ist etwas, was genau, was jetzt heute nicht ein Thema war, aber es ist natürlich die Frage, wenn ich mit meiner Schulklasse oder mit meiner Gruppe, die ich vielleicht regelmäßig habe in der außerschulischen Bildungsarbeit, wo steige ich ein? Also steige ich erstmal damit ein, über humanistische Werte zu sprechen, über Menschenrechte und welche Relevanz sie haben für mich, für meinen Alltag und über diese über universelle Werte zu sprechen, finde ich, ist immer auch etwas Notwendiges und Richtiges. Ich weiß, dass es Lehrkräfte gibt, die das auch in ihren Schulklassen machen. Das fällt unter politischer Bildung. Andere nennen es Prävention. Ich würde sagen, das ist Teil von politischer Bildung, genau diese auch so zu rahmen, bevor ich dann über Menschenfeindlichkeit spreche. Ja, würde ich auch so sehen. Das ist sozusagen der andere Pol dieses Zugangs, wenn du von den persönlichen Erfahrungen ausgehst, ohne irgendwelche Kategorien. Könnte man auch umgekehrt sagen, man geht erstmal von dem aus, worauf sich alle beziehen sollen und merkt dann auf einmal, wenn man konkret wird, dann sind diese Rechte eben sehr unterschiedlich gerahmt und man genau. muss sich dann immer Gedanken machen. Ich finde das auch deshalb so wichtig, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn es dann um das Thema Betroffenenperspektive geht und wir schon dann doch auch, die Tendenz erlebe ich auch bei den Lehrkräften selbst oder bei den pädagogischen Fachkräften, dass die Betroffenenperspektive dann die moralisch richtige ist oder so. Und das ist falsch. Also ich muss sie mit einbeziehen, selbstverständlich. Das hatte ich ja vorhin deutlich gemacht. Ich muss sie mitdenken, muss sie erstmal überhaupt sehen und wahrnehmen und so weiter. Aber das ist zumindest nicht die, worauf ich mich beziehe, sondern ich beziehe mich ja dann, wenn ich dann Position beziehe, Haltung zu irgendwie Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus, nicht weil jetzt Sabah das Gefühl hat, sie wurde jetzt rassistisch hier behandelt, deshalb sage ich das jetzt, sondern weil ich an diese Werte eben glaube, weil das sozusagen mein moralischer Kompass ist, sind die Menschenrechte, sind humanistische Werte und deshalb reagiere ich. Das ist dann letztlich auch wichtig für, keine Ahnung, für Johannes und Lena, jetzt mal so blöd gesagt, die vielleicht nicht diese Erfahrung machen, antisemitisch oder rassistisch, weil sie nicht betroffen sind, zu machen. Aber auch diese brauchen ja einen Kompass. Ne? Und diesen muss ich allen geben. Da muss ich inklusiv denken. Und ich finde, genau deshalb ist der Bezug zu universellen Werten, oder ich würde immer eher von Humanismus sprechen, ganz wichtig. Genau. Also wir haben ja in ein paar Tagen den Tag der Menschenrechte. Von daher ist da eine gute Gelegenheit, das hier anzuschauen. Na morgen, ja.
Ich würde noch einmal zurückgehen auf den Anfang. Da hast du über die Wahrnehmung des Islam und den Blick auf diese liberal-säkuläre Praxis gesprochen. Und ich denke, da ist doch ein Weg, wo sozusagen, wenn man jetzt von politischer Bildung, was ich eigentlich meistens tue, nicht zuletzt in Bezug auf die Pädagoginnen und Pädagogen spricht, die ihre Selbstreflexion darüber, wie sie eigentlich zum Beispiel mit diesem Thema von Labeln und Vorurteilen umgehen. Wenn man da an der Weiterbildung arbeitet, wie geht das, diese Wahrnehmung des Islam nur als Religion und dann eigentlich auch nur in der konservativen Weise zu betrachten? Was ich übrigens, ich habe ja viel im Jüdischen Museum auch gearbeitet, dort auch ganz ähnlich finde. Judentum wird ja auch gerade im deutschen Diskurs immer nur als Religion betrachtet, was ja auch eine Verengung ist, die genauso wenig sachgerecht ist, weil man ja zum Beispiel nicht mal die Statistik klarkriegt. Wenn das dann tatsächlich eine liberal-säkulare Praxis geworden ist, dann sind die Leute ja nicht mehr registriert. Mhm. Und es ist dann eigentlich der Normalfall, dass man sie nicht wahrnimmt. Was kann man daraus lernen für diese pädagogischen Diskurse? Das finde ich interessant. Ich wollte dir noch weiter zuhören. Ja, also du meinst in Bezug auf den Islam, ne? Sozusagen. Ja, jetzt erstmal in Bezug auf den Islam. Ich kann ja nachher noch mal was machen. Ja, also ich würde erstmal nur dem zustimmen, dass wir eine Schieflage haben, dass das ein Problem ist. Ich finde das ganz interessant, das zu vergleichen mit dem Judentum. Selbstverständlich gibt es da dann nochmal viele Unterschiede, ohne die jetzt aufzugreifen. Aber was die Wahrnehmung des Islams grundsätzlich betrifft, sozusagen, also das ist vielleicht anders, ich ziehe das mal andersrum auf. In jeder Weiterbildung oder Fortbildung habe ich das Gefühl, am Ende über das Kopftuch und über den Islam zu reden, obwohl es gar nicht darum geht. So. Und deshalb nehme ich da selbstverständlich ein Problem erstmal wahr. Es gibt sehr wenig Wissen über den Islam und wenn, dann ist es mehrheitlich negativ konnotiert. Und auch das ist ja in der Kommunikationswissenschaft, also in der Auseinandersetzung mit Bildern über den Islam, es gibt ja auch überhaupt diese Disziplin, Islambilder, ne, gibt es nicht verglichen mit anderen Religionen. Auch das ist ganz interessant. Also welche Bilder gibt es über den Islam? Kai Hafis zum Beispiel sagt, es gibt schon seit mindestens einem Jahrhundert schlechte Presse für den Islam. Ja, so. Und es gibt ein Negativ-Image, was da weit verbreitet wird. Und dann würden jetzt viele sagen, na ja, aber das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, genau. Also natürlich beziehen wir uns da jetzt auf reale Ereignisse, die es gibt, sei es irgendwie Terror oder sei es problematische Strukturen, irgendwie patriarchale Verhältnisse etc. und so weiter, darüber möchte ich ganz sprechen. Ich finde das gerade sehr schwierig zu trennen, also zu trennen und zu sagen, naja, wenn ich über den Islam spreche, dann ist das etwas ganz anderes, dann ist es eine andere Art von Weiterbildung, als wenn ich über Rassismus und Diskriminierung und Feindlichkeit spreche. So. Mhm. Und ich denke, da sind wir wirklich noch mittendrin im Prozess. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich eingangs gesagt habe, auch mit der Anerkennung des Phänomens. Ich denke, dass wir da noch überhaupt nicht so weit sind, um zu sagen, es wird sowas wahrgenommen, wie es gibt irgendwie feindliche Übergriffe gegen Muslime, sondern viel eher sozusagen den Vorwurf, das hat nichts mit Rassismus zu tun, das hat eher was mit Kritik an Islam zu tun, sozusagen, wenn ich irgendwas äußere. Und hier sozusagen auch nochmal schärfer zu trennen, ist etwas, was ich mir wünsche, und zwar von beiden Seiten letztlich, also zu sagen, dass nicht alles letztlich, also dass nicht jede Form der Kritik an islamisch legitimierten Handlungen selbstverständlich rassistisch ist, also es ist nicht selbstverständlich und genauso andersherum, aber auch zu differenzieren und zu sagen, also wie platt und pauschal aber der Islam in einen Topf geworfen wird und als Problemreligion markiert ist. Ich denke, wir sind da schon viel zu tief drin, als dass ich noch sehr gespannt bin, ob man überhaupt jemals damals da rauskommt, ne, sozusagen, weil der Islam als etwas Positives ist immer nur eine Ausnahme. Also wir reden ganz klar von einem mehrheitlich negativen Image, konservativ, rückständig und so weiter und so fort. Und wir kommen überhaupt nicht dazu, die Realität der vielfältigen Islaminterpretationen und Lebensweisen, muslimisches Leben in Deutschland, das in der Realität eigentlich zu begreifen. Ich denke, das wird sich nur ändern, wenn wir viel, na gut, das ist ein anderes Thema. Also da geht es für mich um strukturelle Diskriminierung, auch um die Frage von Repräsentanz. Also wenn wir mehr über muslimische Menschen, über das muslimische Leben erfahren, denke ich, kann sich das irgendwann verändern. Aber wenn ich jetzt, ja, genau. Weiß nicht, ob das jetzt deine Frage überhaupt war. Ich habe jetzt einfach gesprochen. Die Frage war tatsächlich so weit, dass es
ziemlich genau drin ist, weil ich denke auch, dass es am Ende um politische Prozesse geht und auch, dass das eben jetzt politisch angestoßen ist, da eine andere Wahrnehmung sowohl für die Diskriminierung als aber auch für den Islam als Religion und eben tatsächlich als kulturelle Praxis zu entwickeln, weil ich denke, das ist die Grundlage dafür, da weiterzukommen. Und worauf ich raus wollte, war, was du eigentlich auch eingekreist hast. Es gibt da zwei Felder. Das ist gar nicht unbedingt als erstes die Arbeit mit Jugendlichen, sondern die Arbeit mit den Lehrkräften und PädagogInnen. Und auf der anderen Seite ist es ein politisches Thema und ein publizistisches. Und da sind wir so am Anfang des Weges, das denke ich auch. Aber im Vergleich zu vor ein paar Jahren ist es schon eigentlich mehr in Fluss, als was ich das so gedacht habe. Vielleicht kann ich nur eine Sache noch, eine letzte Sache. Dein letztes Wort? Mein letztes Wort nur ist, weil wir das Thema Religion doch auch aufgegriffen haben. Und das finde ich auch interessant, aber gut, das war jetzt auch deine Frage, aber vielleicht nur das zu erwähnen. Wir tun es uns schwer aus dieser Brille von, wie blicken wir überhaupt auf Religion in Deutschland, ist natürlich ein großes Thema. Und das hat was damit zu tun. Das hat auch was mit diesem Phänomen antimuslimischer Rassismus zu tun, weil wir viel zu sehr über das Konzept gehen von Kirche, christlich, wie auch immer. Und wie muss der Islam funktionieren? Er muss eine Vertretung haben und es muss am besten eine sein und etc. Und man müsste das einfach mal andersherum anfangen zu verstehen und zu sagen, es wird es nie geben. Es wird eigentlich nie eine Vertretung geben und man kann es auch nicht vergleichen mit dem Judentum. Also es sind drei so unterschiedlich, wenn ich nur die drei nenne und andere entschuldige die sozusagen ausgelassen, aber es ist also das Thema Rolle von Religion, Religionsgemeinschaften in unserer Gesellschaft ist wirklich sehr kompliziert und was überhaupt nicht geht, glaube ich, hier noch schwieriger, als wenn es um Antisemitismus und Rassismus geht, hier kann man noch schwieriger vergleichen. Es ist echt eine steile These vielleicht, aber ich finde, das ist ein großes Teil, also ein großer Teil sozusagen oder des Problems, ja. Tatsächlich sehe ich auch so, das Dumme ist, dass man nicht ganz drum rumkommt, wenn man sich mit antimuslimischem Rassismus oder mit Antisemitismus beschäftigt. Hat immer auch was mit Religion zu tun, auch wenn die Welt so säkular ist, klar. Wir müssen jetzt aber aufhören, weil die Workshops beginnen. Vielen Dank, Sabah, für den Vortrag und das Gespräch, das bestimmt weitergehen muss, auf verschiedenen Ebenen. Wir leiten jetzt über zu den Workshops. Sie haben alle die Unterlagen bekommen, wo Ihre Links zu sehen sind, die Sie jetzt wählen müssen, um in die Workshops reinzukommen. Wir müssen diesen Workshop verlassen und wir sehen uns dann gemeinsam alle wieder um 13.15 Uhr zu dem abschließenden Vortrag von Hanno Löwy mit dem Kommentar von Yasmin El-Menouar. Bis später.